herzlich willkommen zum Zimmerduell Quarantäne-Spezial mit Lena Pauls und Verena Volkmar, mit Kati Schichtel und Julia Kofler, mit Ricarda Walkling und Jana Radosavljevic. Wir fangen an mit Frage Nummer 1 einer klassischen Zimmerduell-Frage. Wer von euch beiden braucht morgens länger im Bad? Okay, ich glaube, ich weiß die Antwort. Ja. Klasse. Yay! Es folgt Frage Nummer 2. Wem von euch beiden wird schneller langweilig? Oh, schwierig. Beide sind sich sicher? Ja. Mit der Frage habe ich nicht gerechnet. Klasse, Lena. Oh, ich weiß nicht. Okay, du jetzt einfach. Ich weiß nicht. Okay. Oh Gott, scheiße. Neustart? Nein, kein Punkt. Und kein Neustart. Egal, weiter geht's. Frage Nummer 3. Wer erzählt die besseren Witze? Komm, ne? Das ist eindeutig. Manch? Wieder was? Punkt für euch. Ja, die Storys, die Verena erzählen kann. Nicht unbedingt. Ja, so hätte ich es jetzt auch gesehen. Ich erzähle keine Witze. Deswegen ist Vicky besser. Jawohl! Das ist der Punkt. Der zweite Punkt für euch. Sauber. Jetzt seid ihr ja schon länger in eurer Wohnung. Wer hat denn in dieser Zeit schon mehr in der Wohnung zerschossen mit einem Fußball? Ich habe nicht mal einen zu Hause. Dann ist die Antwort ja leicht. Ich habe keinen. Ja! Ein Punkt. Ich habe keinen Ball jetzt. Ja. Cool. Yeah! Überraschender Punkt für euch. Klasse, Lena. Es folgt Frage Nummer 5. Wer kann besser kochen? Geht auch beide. Gut aufgepasst beim Zimmerduell. Möglich ist am Ende alles. Also dieses Spiel gefällt mir gut, muss ich sagen. Lena kommt öfter mal vorbei, wenn ich sie bekoche. Ja, besonders die Nudeln schmecken mir gut. Das ist leider kein Punkt. Oh no! Aber schön drauf hingehen. Wir können beide gut kochen. Es folgt Frage Nummer 6. Wer hat den besseren Style? Ich hab schon. Für die Punkte. Jawohl! Punkt für euch. Ich musste das ja jetzt sagen, nachdem ich schon gesagt habe, dass ich besser kochen kann. Die nächste Frage. Wer redet mehr? Da redet plötzlich keiner mehr. Ja, das ist schwierig, wenn beide so viel reden. Das ist einfach. Yeah! Was denn, ob das gut ist? Alles passt so. Also ich rede eigentlich viel, aber ja, Vicky ein bisschen mehr, glaube ich. Was haben Verena und Lena bei der Frage beantwortet? Ich bin mir nicht so sicher, was ich sagen. Knapp. Ja! Gut so, Lena! Klasse, auch mal was für mich hier. Frage Nummer 8. Wer geht lieber zum Werder-TV-Interview? Oh. Jana, you know this. Na, beide ja eigentlich, ne? Beide ungern? Beide? Oh mein Gott! Gut! Ja! Ja! Kathi, das merken wir uns. Na. Ha, 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 ha.
Ja, ich sag mal Punkt. Punkt und Verwarnung. Oh, ich gehe da nicht so gerne hin. Also währenddessen ist es dann nicht schlimm. Und danach denke ich mir auch, war nicht schlimm. Aber davor denke ich mir. Mm-mm. Ich war nur einmal. Aber ich und es mag war das. Toll. Das stimmt, ich mag zum Geld. Deswegen haben wir auch die richtige Antwort gesagt. Dann kommt Frage Nummer 9. Wer vermisst den Fußballplatz mehr? Ah, easy. Es muss eins gezeigt werden, oder? Das mit den beiden hat gerade eben ja nicht so gut geklappt. Ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Ja! Sauber! Punkt für uns! Aber das stimmt. Für das müssen wir einen Punkt bekommen. Wir müssen beide Fußball. Ja, aber einen Punkt gibt es dafür trotzdem nicht. Oh. Es hat geklingelt. Ich muss mal eine kurze Pause einlegen. Ich erwarte ein Paket. Homeoffice. Was soll man machen? Das ist mir halt auch schon passiert während der Uni. Echt? Ja, warst du nicht so begeistert? Sie so, jetzt aber schnell. So, sehr gut. Der Fragesteller ist jetzt außer Atem, weil der UPS-Mann wollte nicht ganz hochlaufen. Es kommt Frage Nummer 10. Er bekommt noch eine Bonusfrage, wenn du weg warst. Achso. Er bekommt mehr Pakete. Okay. Ist das jetzt die Frage? Nein, das ist die Bonusfrage, die nicht zählt. Okay. Na, die zählt. Ja! Wieder unsere Fehler ausgebügelt. Sauber. Dann kommt jetzt die 10. Frage. Wer von euch beiden hat das Sagen? Für den Punkt, ne? Für den Punkt. Ah, oh, okay, das ist... Überragend. Das pusht mein Ego in dieser Zeit. Ja. Ist so. Es folgt die Spezial-Zimmerduell Österreich-Frage. Stopp. Wer von euch beiden spricht besser Hochdeutsch? Ganz klar. Ja, okay. Da hättest du was besser überlegen müssen. Jo. Ja! Ich habe auch schon ein bisschen Vorteil, weil ich schon ein bisschen länger hier bin. Wenn wir die holen, dann können wir noch ausgleichen, stimmt? Genau. Jana? Okay, komm. Na, die schaffen das nicht. Wer von euch beiden muss seinen Namen am Telefon häufiger buchstabieren? Okay. Das ist auch einfach. Das war klar. Ja, Peter, was war das für eine Frage? Aber dein Name ist auch schwierig. Manchmal schreiben die Walking. Aber nicht so wie deiner. Den kann ich ja, nicht machen. Das stimmt. Das stimmt. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Aber wir haben Stunden recherchiert und sind auf folgende Frage gekommen. Wer von euch beiden hat den besseren Instagram-Account? Dafür habt ihr jetzt Stunden recherchiert für diese Frage? Das wird 11 von 11. Ja, wird 11 von 11? Wird das 11 von 11? Ah! Sieg! Das ist der vorläufige Sieg. 1-1 wird einfach ein klasse Zimmer.